Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Videos, beziehungsweise in dem Fall über eine neue Serie. Na, neu ist sie nicht mehr ganz. Es geht um die Serie Squid Game, die auf Netflix veröffentlicht wurde und die in den letzten Monaten immer wieder oder häufig Gesprächsthema war. Aus diversen Gründen auf jeden Fall eine sehr hoch gehandelte Serie. Ich bin jetzt eigentlich eher durch Zufall drauf gekommen, war mal Thema in einem Forum gewesen. Und da ich Netflix habe und die mir auch immer wieder auf der Startseite vorgeschlagen worden ist, habe ich mich da mal breitschlagen lassen und habe es mir angeguckt. Ich bin ja momentan nicht so der große Seriengucker. Aber Squid Game ist 9 Folgen lang. Jede Folge so etwa nicht ganz eine Stunde, sogar eine Folge dabei, die nur eine halbe Stunde knapp geht. Also im Ganzen vielleicht 8 bis 9 Stunden. Also jetzt nicht ganz so dramatisch. Aber ja, also um was geht's? Es ist eine koreanische Serie. Ich nehme an Südkorea. Da muss man sich auch erstmal mit anfreunden. Aber dazu später mehr. Also es geht da um so einen Typen, ich nenne jetzt mal keine Namen, weil die würde ich garantiert alle falsch aussprechen. Der ist spielsüchtig, ja, Spielsucht schon, also er hat auf jeden Fall eine Menge Spielschulden und hat auch noch eine Familie, bei der er allerdings nicht lebt. Er lebt bei seiner Mutter und seine Tochter hatte Geburtstag und gab natürlich auch nichts großartig zu was er ihr schenken konnte, weil er wieder mal klamm war. Und da trifft er an so einem U-Bahn-Station so einen Typen, der mit ihm quasi ein Spiel spielt, was ganz Simples. Und da gewinnt er ein bisschen Geld. Weiß nicht, was für eine Währung das ist, Yen oder Yan oder keine Ahnung. Und da bekommt er halt auch noch eine Einladung zu einem anderen Spiel. Da sagt er dann auch zu, wird abgeholt, dann erstmal betäubt und an einen unbekannten Ort gebracht. Und da wachen die dann alle auf in so einem Riesensaal. Es sind über 400 Leute und alle in irgendeiner Form Probleme mit Geld. Und da geht es halt darum, dann, dass da Spiele gespielt werden und wer dann am Ende gewinnt, kriegt halt, also wer am Ende, ich sag jetzt mal, übrig bleibt, kriegt halt einen schönen Batzen Kohle. Und das ist so jetzt die grobe Rahmenhandlung, um was es geht. Die einzelnen Spiele beschreibe ich jetzt nicht, sind 6 Stück an der Zahl, die sich über die ganze Staffel hinwegziehen, über die ganzen 9 Folgen. Und beim ersten Spiel sieht man dann gleich, dass es da nicht einfach nur um Gewinnen oder Verlieren geht, sondern um Leben und Tod. Denn jeder, der disqualifiziert wird, der wird halt erschossen oder auf irgendeine andere Art und Weise umgebracht. Also Disqualifikation heißt Tod. Und am Ende geht es halt darum, wer überlebt das Ganze am Ende. Und ja, was gibt es dazu jetzt zu sagen? Wie gesagt, das ist ja ein riesen Hype um die Serie gewesen, den ich jetzt nicht so nachvollziehen kann. Ich hatte da so ein bisschen Probleme. Jetzt kommen wir mal auf das Koreanische. Das mag in Korea durchaus normal sein, aber mir kamen die ganzen Darsteller sehr laienhaft vor zum Teil, so ein richtiges Overacting zum Teil. Ich würde mal fast sagen, so reden die Leute eher in einem Theater oder so. Also jetzt nicht Affentheater, sondern so ein bisschen, ich kann nicht schlecht beschreiben, also es kam mir manchmal so vor, als ob die, ich weiß nicht, es ist so eine andere Art. Ich kenne auch nicht wirklich koreanische Filme. Ich habe jetzt gehört, es ist wohl bei denen durchaus normal, dass die so ein bisschen drüber agieren.
dann ist das ja okay von mir aus. Aber mich hat das schon ein bisschen gestört. Und mir kam das immer so vor, als ob da Laien vor der Kamera stehen. Das tut den Schauspielern da jetzt vielleicht Unrecht, aber so kam es mir zumindest vor. Noch ein Grund, warum die Serie so, ich sage jetzt mal, beliebt ist, ist der nicht gerade geringe Anteil an Brutalität. Also wenn da getötet wird, dann richtig und das auch schön mit der Kamera teilweise draufhalten. Nicht nur teilweise, sondern fast ausschließlich. Und die Spiele sind da schon ein bisschen sadistisch zum Teil. Und das macht natürlich das Ganze auch ein bisschen aus. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Altersfreigabe bei Netflix gibt. Ich meine, habe ich irgendwas von 16 gelesen zu haben. Es ist schon etwas grenzwertig. Und ansonsten zur Story selber. Grob habe ich sie ja schon umrissen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es sich zieht. Gerade so die ersten zwei Folgen muss man erstmal ein bisschen reinkommen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Man lässt sich da um einiges Zeit, um so die Kerngruppe, um die es während den meisten Spielen geht. Das sind die werden ja nicht alle 400 Leute direkt vorgestellt, sondern nur so ein kleiner Teil. Da hat man dann so ein bisschen die Hintergründe, kriegt man auch gezeigt von einigen. Und da lässt man sich schon ein bisschen Zeit, bis das Ganze so in Fahrt kommt. Und ich dachte ja am Anfang auch gleich in der zweiten Folge schon, brechen die das Spiel im Prinzip ab, aber es geht dann halt doch weiter. Und das ist eigentlich schon gerade am Beginn so ein kleiner Story-Twist gewesen, der mir recht gut gefallen hat. Aber ansonsten... So eine richtige Spannung kommt so nie auf. Na gut, es geht immer darum, wer überlebt das nächste Spiel. Und aber so am Ende von jeder Folge so richtige Cliffhanger gibt es eigentlich nicht. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also ich brauche sowas nicht unbedingt, um dann unbedingt auch die nächste Folge sehen zu müssen. Aber so im Großen und Ganzen hätte der Serie ein bisschen mehr Spannung gut getan. Und gerade so die letzte Folge, also das Ende von der Serie, das ist dann schon sehr gemächlich. Da wird dann auch so ein bisschen erklärt, beziehungsweise es kommen so ein paar Sachen ans Licht, von wem die ganzen Spiele initiiert wurden. Und das ist dann schon, ich will jetzt nicht sagen, eine Riesenüberraschung, aber... mir kam es auch ein bisschen konstruiert vor und da hätte man vielleicht ein bisschen mehr mal rausmachen können, aber es ist ja schon eine zweite Staffel, beziehungsweise angekündigt wohl noch nicht, aber man denkt drüber nach und ich denke mal, da wird man dann noch ein bisschen genauer in diese Blase von diesem Spielausrichter beziehungsweise Ausrichtern blicken können. Es ist also, wie schon gesagt, für mich nicht so die Überserie gewesen, zu der sie gemacht worden ist. Und ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, die Freche, wenn das keine koreanische Serie, sondern zum Beispiel eine amerikanische Serie gewesen wäre, die genauso gemacht worden wäre, dann hätte sie wahrscheinlich nicht diese Resonanz gehabt und wäre teilweise auch zu einem Panem-Klon gemacht worden. Also ich will jetzt nicht Squid Game mit Tribute von Panem vergleichen, wobei es da ja ähnliche Thematiken gibt. Die Hintergründe sind zwar anders, aber da geht es halt auch um Spiele, bei denen es um Leben und Tod geht. Aber ich denke mal, hier macht es wirklich, dass das Ding aus Korea kommt und das ist wahrscheinlich auch für viele Leute der Grund, die Serie besser zu finden, als sie wirklich ist. Ich will sie jetzt nicht komplett zerreißen, ist sicher eine Serie, die man sich mal angucken kann, aber für mich nicht die Überserie, zu der sie gemacht worden ist. Zu diesen Spielen ist vielleicht noch zu sagen, dass es sich in der Regel um Kinderspiele handelt.
die wahrscheinlich auch im Koreanischen bekannter sind wie jetzt hier. Also ich kann da nicht alles davon und schon gar nicht unter diesen Namen, die sie da teilweise verwendet haben. Das ist jetzt kein Grund, da irgendwie in der Serie nicht mitzukommen oder so. Aber das könnte auch ein Grund sein, warum die Serie hier im Westen so beliebt ist oder bekannt ist, weil das mal was Neues ist, was es so jetzt in den letzten Jahren nicht auf dem ganz großen Markt gab. So, jetzt genug darüber gerätselt, warum diese Serie so erfolgreich ist. Also ich kann es, wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen. Man kann sie sich durchaus mal angucken. Und falls eine zweite Staffel kommen sollte, werde ich da auch mal reinschauen. Ich hoffe, es geht ein bisschen spannender zur Sache. Von der Thematik her könnte man da durchaus einiges rausholen. Und ja, wer Netflix hat, kann ja mal reingucken. Es ist ja im Preis mit drin. Man zahlt ja da nicht extra dann zusätzlich. Und ja, dann wäre es das erstmal für heute mit Squid Game. Und ja, viel Spaß beim Schauen und bis zum nächsten Video.